Und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel zwischen Team Parley und Eintracht Prügel. Es beginnt mit Eintracht Prügel als Team Orange, die den Ball nach vorne boomt. Steff über die Backwall probiert den etwas zu clearen. Allerdings hält Eintracht Prügel den Druck aufrecht, boomt weiter an die Backwall. Jetzt allerdings müssen sie erstmal den Turn schaffen. David ist da, gewinnt den 50, kann aber nicht direkt schießen. Vielleicht ist Steff ready in der Mitte für einen Pass. David holt sich den 100er Busch. Steff ist oben, bisschen risky, denn jetzt hat Team Orange den Ball. Kann David den klären? Ja. Razorfire mit dem Nachschuss, der ist langsam und der ist nicht on target. David kann den klären. Über Henning. Also ausgespielt, Entschuldigung. Steff jetzt im Ballbesitz. Übernimmt den Ball, übernimmt auch hier wieder nicht die Kontrolle, sondern entscheidet sich, den Ball zu pinchen. Misses von beiden Teams. Steff jetzt. Den Ball über die Backwall. Schöner Double Touch. Beide sind damit raus, aber Razorfire kann sich noch recovern und kann den Ball noch challengen. Schöner 50-50 an der Wand von Razorfire, der jetzt keinen Boost mehr hat. Unterstützung kriegt von ausgespielt, der sich dadurch natürlich auch ein bisschen out of position begibt. Razorfire immer noch ohne Boost, immer noch am Ball. Jetzt aber der Schuss aufs Tor. Zu flach von ausgespielt. Steff kann damit hochgehen, allerdings nicht der Torschutz, den er sich gewünscht hat. Jetzt wieder Team Orange am Drücker. Razorfire geht hoch, toucht ihn übers Tor. Nachschuss von ausgespielt. Jetzt ist aber niemand hinten. Schafft es Razorfire noch? Ja. Kann die Ballkontrolle übernehmen, nimmt sich den 100er Boost und nutzt alles davon, um aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Aber David will das nicht. David spielt den Ball wieder aufs orange Tor zu. Steff ist mit oben, wird aber gerade noch denied von Razorfire. Jetzt der leichte Clear von ausgespielt. Dadurch Steff sofort wieder in Ballbesitz, spielt den Ball nach unten. Razorfire kann den Ball aber hoch und weit clearen, hat dadurch wieder ein bisschen Raum. David ist oben, spielt den Ball von der eigenen Backball weg. Oh, jetzt wird's gefährlich. Der Bump auf Razorfire und ausgespielt wurde kurzzeitig aus dem Game genommen. Schöner Schuss von Steff. Ist der on target? Nein. Nachschuss von David eventuell, der könnte gefährlich werden? Nein. Denn Razorfire ist zuerst am Ball und spielt ihn um David herum. David jetzt im Angriff, kriegt den Ball nicht auf sein Auto. 50-50, gibt den Ballbesitz zurück zum orangen Team, die aber sofort wieder auf Steff spielen. Steff probiert den Ball mit Gewalt durchzubringen. David ist oben, schöner Touch, allerdings zu niedrig, um reinzugehen, denn Razorfire ist bereit. Bereits im Netz und kann den Ball klären. Genauso wie Steff jetzt, den weiten Clear macht. Der könnte theoretisch reingehen, wenn Razorfire den nicht trifft, aber wunderschön über die Backwall ins Tor gesprungen und das Tor denied. Jetzt ausgespielt. Kleine Fake, spielt den Ball nach links, aber David ist da. Über die Sidewall kommt der Ball in die Mitte, aber nur Steff kann hier den Ball annehmen. Wieder die Sidewall. Ist David da? Nein. Respektiert ausgespielt, der den Ball wieder in die blaue Hälfte spielt. Jetzt ein bisschen hin und her. Teambumps. Unglücklich für das orangene Team, denn Steff kann jetzt wieder Raum gut machen. Ausgespielt. Wird selbst ausgespielt. Ja. Ausgespielt jetzt am Ball, schöner Dribble, schöner Flick, gechallenged von David. Beide oben, der Ball droppt, kann ausgespielt damit was machen? Nein, David entscheidet sich zum Boost zu gehen, bevor er zum Ball geht. Dadurch Razorfire nochmal einen Touch, der allerdings nicht viel ausmacht. David in der Luft mit dem Air-Dribble, aber ausgespielt ist da. Zylanos, Razorfire schön den Ball getouched, bevor der Rebound vom Boden kam. David ist oben, spielt den Ball aufs Tor, ist ausgespielt. Da schöner Touch an die Latte. Ist Steff da für den Nachschuss? Wieder Latte. So knapp. Da hätte auf jeden Fall schon mal was passieren können. Immer noch 0-0 hier zwischen Eintracht Prügel und Team Palais. Razorfire toucht ihn hoch. David kann ihn klären. Dadurch der Ballbesitz wieder auf der orangenen Seite. Dann ausgespielt, kriegt den Ball sogar an David vorbei. Steff jetzt alleine hinten, muss zurückrotieren. Muss warten, bis sein Teammate wieder da ist. Schön gemacht von Steff. Spielt ihn nach oben. David wieder mit dem Tier nach vorne. Ja, wird hier. Razorfire wird hier unter Druck gesetzt von David, kann aber trotzdem das managen, nicht zu paniken, sondern hält den Ball im Besitz. Jetzt auch wieder Angriffsmöglichkeit. David alleine hinten, geht früh hoch dafür und den Erdwürfel zu den 1 gelingt ihm auch. 0-0
in die Overtime ist das tatsächlich unser erstes Spiel, das nur mit einem Tor ausgehen wird. Das hatten wir tatsächlich diese Season noch gar nicht. Aber Steph, willst du jetzt noch beenden? Willst du noch in der Regular Time machen? Aber Razorfire ist schon oben an der Backboard und klärt den Ball schön. Kickoff. Eindeutig von David gewonnen. Palais damit eigentlich am Drücker, aber Razorfire ist direkt bereit dafür. Jetzt Steffen mit dem Ball nach oben, wird aber hart weggebannt. Ausgespielt mit dem Ball. Hahn probiert David auszuspielen, der will es aber nicht wissen. Der holt sich den Boost. Versucht nochmal an der Wand zu challengen, aber ausgespielt ist schneller. Schön von Razorfire. Oh, David jetzt mit Zeit und Platz. Und das sollte man ihm nicht geben. Ausgespielt jetzt in einer 1v1-Situation. Schafft es aber, den Ball am Angreifer vorbeizubringen. Jetzt nochmal sogar am Verteidiger vorbei. Aber David wird früher da sein als Razorfire. Das hätte böse ins Auge gehen können. Razorfire macht es. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Er hat plötzlich Ballkontrolle bekommen. David. Wo war Steff überhaupt? David kam nicht mehr zum Ball hin. Sehr schade für die beiden. Trotzdem gut gespielt, war ein knappes Game. Wieder Overtime.